vorstellen. Summ, summ, Stich. Meine neueste Idee. Bienen als Kirschkernsäckchen. Zum Wärmen aus der Mikrowelle, dann aber ganz vorsichtig warm machen in Etappen, dass man erstmal sieht, wie viel Power hat meine Mikrowelle. Und dann wirklich auf 60% und nach 2 Minuten höchstens hinein und gucken, wie heiß ist es. Das muss immer ausprobiert werden. Oder zum Kühlen ab ins Gefrierfach und dann hat man was Besonderes. Aber auch zu Mobilität, wenn man Probleme hat mit den Händen, kann man gut damit arbeiten und kneten. Oder zum Spielen einfach happy sein. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch zum selber Häkeln einfach gemacht und noch vieles mehr dazu. Die anderen Ideen findest du am einfachsten bei mir im Kanal auf der Startseite. Kreativ-reich die Kekerplauderei. Da ist oben eine kleine Leiste und da steht Playlist, anklicken und da sind alle Ordner. Ob Edelrost, Blumenwerkstatt, Schawischig, Möbel aufpimpen, umgestalten, Holz gestalten, Deko für Haus und Gartenterrasse, Balkon, Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, mein Betonwächter, die Betonpilze, Mittelalterideen, Kostüme, Basteln für und mit Kinder, die Erzählfiguren, Krippenfiguren und. Also wirklich ganz, ganz viel. Günstigkeiten einfach gehalten, Upcycling lieben gerne. Und jetzt geht's los. Am besten siehst, nehme ich die weiße Wolle und mache dann nach der Häkelschrift meine Idee, Ausführung und Entwurf 6 Luftmaschen und schließe die mit einer Öse. Ja, bei uns heißt es Öse. Ich habe schon bitterböse Kommentare gekriegt, weil andere Kettmasche sagen, bei uns ist eine Öse. Das zum Ring. 2 Luftmaschen, 1, ups, falscher Faden, passiert mir auch. Immer am Anfang 2 Luftmaschen und da hinein bitte 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die ersten beiden Luftmaschen in die oberste machen wir jetzt wieder eine Öse oder Kettmasche und haben die Grundlage. Den Ring, der ein bisschen groß ist, den ziehen wir uns mit dem Faden dann enger und den kann man dann nachher nach dem Befüllen noch ein bisschen zunähen, aber wir brauchen jetzt die Weite. So, dann 2 Luftmaschen, wie gesagt, immer am Anfang, das erwähne ich jetzt da nicht immer. In jede der 10 festen Maschen kommen jetzt da 2 feste Maschen. 1, 2. 1, 2. Also in jede bitte jetzt da 2 feste Maschen, dann haben wir es verdoppelt auf 20. So,
zwei Luftmaschen am Anfang. Jetzt sind die erste feste Masche zwei feste Maschen. Die nächste eine. In die dritte wieder zwei, in die vierte eine. Immer abwechselnd, damit wir erstmal einen Grundkreis kriegen. Darauf die Reihe fangen wir mit zwei feste Maschen an in die erste. Dann machen wir aber 1-1, also eine feste Masche und jeweils darunter liegende Masche. Und dann wieder 2. 1-1, 2-1, 1-2. Ne? So wird das regelmäßig zugenommen, damit wir erstmal einen Kreis kriegen. Das ist der Oberkopf. Und dann müssen wir auf Länge ein bisschen häkeln und dann wieder abnehmen, wird alles gezeigt. Manchmal heißt es, ich bin zu schnell. Manchmal heißt es, ich bin zu langsam. Also ich versuche dann immer so einen Mittelwert von der Geschwindigkeit hinzubekommen. Ich gebe mir echt große Mühe und wenn nicht, dann muss man einfach mal auf Stopp drücken. Und ich finde es am besten, wenn man so etwas machen möchte, sich erstmal das ganze Video angucken, die schwierigen Sachen selber nochmal auf dem Papier rauszuschreiben. Häkelstift ist ja dabei. Und dann geht das einfacher. Kann man einen Screenshot machen oder sich auf dem Standbild abfotografieren oder abschreiben. Geht doch alles, ne? So wie man es am liebsten hätte. So, jetzt habe ich die Reihe. Wird wieder mit einer Öse oder Kettmasche zusammen gemacht. Die Reihe beendet. Zwei Luftmaschen. 1, 2. In die erste 2. 1, 2. Dann eine. Noch eine und zwei, jeweils in eine Masche, ne? Und dann 1, 1, 1, 1 und 2. Und das führen wir jetzt sofort. So, nächsten beiden Reihen. Zwei Luftmaschen wie immer, dann in die erste 2. Dann brauchen wir 5-mal eine einzelne, also in 5 Maschen jeweils eine Masche und dann wieder 2. Dann wieder 5-mal einzelne und wieder 2. Und so diese Reihe. Darauf die Reihe. Hier habe ich 3, 4, 5 einzelne und 2. 5 einzelne und 2. Darauf die Reihe sind 2 am Anfang, nach den Luftmaschen natürlich. Dann 8 einzelne Maschen und 2. 8 einzelne Maschen und 2. So, und jetzt machen wir einfach mal 7 Reihen feste Maschen. Jeweils in eine feste Masche und eine feste Masche. Also ohne Zunahme. Und am Anfang dann immer die 2 Luftmaschen. 7 Reihen jetzt auf Länge häkeln. So, die 7 Reihen sind jetzt gehäkelt. Jetzt brauchen wir mal eine Reihe, wo ein bisschen was abgenommen wird. Ganz einfach. Wieder die 2 Maschen am Anfang. In die erste einstechen, in die zweite heraus und eine feste Masche. Jetzt haben wir eine abgenommen. So, jetzt brauchen wir 10 einzelne. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 wären es jetzt, aber das dauert doch zu lange. Ne? So, und dann müssten wir wieder in die erste hinein, in die zweite heraus
und eine feste Masche. Dann wieder 10 einzelne, 2 zusammen, 10 einzelne, 2 zusammen, eine Reihe lang. Und auf diese Reihe, Anfang immer 2 Luftmaschen, wie gesagt, dann noch mal 2 Reihen feste Maschen. So, weiter geht es dann damit, dass wir nach den 2 Reihen, die wir gehäkelt haben, 2 zusammen häkeln am Anfang, dann 8-mal eine einzelne, 2 zusammen, 8-mal eine einzelne und so weiter. Anfang aber 2 Luftmaschen, dann brauchen wir 2 Reihen feste Maschen und dann machen wir wieder am Anfang 2 zusammen, 6 einzelne, 2 zusammen, 6 einzelne. Im Hintergrund hört man mal immer die Nachbarskinder spielen. Meine sind da schon ganz leise, wenn ich filme. Aber ich denke, das geht trotzdem. Ne? So haben wir es jetzt schon auf der Höhe. Und jetzt, wie gesagt, mit der Häkelschrift geht es so dann weiter. 2 Luftmaschen. 1, 2. Erste. Na, und zweite. Zusammen. 8 einzelne. Dann wieder 2 zusammen, 8 einzelne. Dann machen wir 2 Reihen feste Maschen und dann wieder die ersten beiden zusammen. Dann 6 einzelne, 2 zusammen, 6 einzelne und dann wächst der Kopf. Schöner zeigen. So. So, weiter geht es jetzt. Am Anfang 2 Maschen zusammen, dann 10-mal eine einzelne, 2 zusammen, 10-mal eine einzelne und so die Reihe. Und dann nochmal 2 Reihen feste Maschen darüber häkeln. So, das ist jetzt da die Biene mit der 100% Baumwolle. Und ihr müsst euch jetzt wirklich entscheiden, wie ihr es verwenden wollt. Wenn ihr es als Kirschkernsäckchen verwenden wollt, wo dann die Kirschkerne reinkommen zum Warmmachen, könnt ihr die Franselwolle nicht dazu nehmen. Das geht nicht, weil die würde ja wegschmelzen. Ansonsten könnt ihr sie jetzt dazu nehmen und doppelt weiter häkeln, wenn das vielleicht ein Handschmeichler wird oder einfach ein Giveaway oder sonst was. Dann könnt ihr es dazu nehmen. Also bitte jetzt selber entscheiden, mit Franselwolle oder ohne. Und dann geht es im Muster weiter. So, bei mir habe ich jetzt die Kirschkerne eingefüllt und jetzt wird komplett zugehäkelt bis auf 4-5 Maschen. 2 zusammen, 3 einzelne, 2 zusammen, 3 einzelne, als rundherum bis so auf 4-5 Maschen und dann wird es zusammengezogen. Ich habe dann nochmal, nachdem es so schmal hier oben geworden ist, nochmal ein bisschen nachgefüllt mit den Kirschkernen und dann wird zugehäkelt. Und zwar, wenn er so ganz klein ist, dann nehmen wir immer am besten 2 zusammen, eine, 2 zusammen und zum Schluss wird wirklich der letzte Rest noch zusammengezogen, damit das so eine schöne Spitze wird. Man könnte eigentlich nichts verkehrt machen. Wie beim Abnehmen, eine hinein, zweite heraus, feste Masche, auch wenn es jetzt schwarz ist, also das sieht man. Und dann gegenübergelegt, Masche gezogen, Kettmasche und zugezogen. Und dann nochmal gegenüber
gegenüberliegende Seite und so drei, viermal auf einem Fleck. Immer dann wirklich ins Komplette rein und zusammengezogen und durchgezogen. Und dann ist es zu und hat so eine schöne Spitze. Ich glaube, da unten muss ich noch eins machen und dann wirklich zuziehen. Und dann ist es halt wie der Stachel von der Biene. Das geht dann noch ein bisschen auseinander. Ich muss jetzt gerade meine Schere holen. Abschneiden, durchziehen, gut vernähen und das noch ein bisschen fixieren. Das heißt, wenn es hinterher zu spitz ist, noch ein bisschen zusammenziehen und auseinander. Jetzt sieht man es, ne? Es gibt nur so eine kleine Spitze und dann ist die Grundform fertig. Und dann hat man schöne Kirschkerne drin und auch die Augenflügel. Das muss alles mit 100% Baumwolle gemacht werden, wenn es als Kirschkernsäckchen zum Erhitzen sein soll. Als Handschmeichler könnt ihr jetzt jede Wolle dazu nehmen und ich zeige es dann, wie man es häkelt. Wie gesagt, immer mit der passenden Stärke. Es muss durchgezogen werden, ob die dicke Wolle oder die dünne Wolle. Die Fühler, sozusagen die Naht nach unten gelegt, dann eingestochen am Oberkopf, die Wolle doppelt genommen, so, eine feste Masche und nochmal eingesteckt, selber Punkt, noch eine feste Masche. So, dann 8 Luftmaschen. Eine haben wir mit der festen Masche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die 7. Luftmasche 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 festziehen. 5, 6. Und dann schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche, wie so zum kleinen Trichter. Und das ist der erste Fühler. Wenn es euch zu lang ist, einfach kürzer gemacht oder noch ein bisschen verdreht. Kein Problem. Abschneiden. Fäden vernähen, zweiter Fühler. Auge, Augen, Nase, Mund gehäkelt. Zeige ich natürlich auch. Und immer dran denken, mit Fransenwolle nur, wenn es nicht warm gemacht werden soll. So, wir häkeln Augen. Ob dicke oder dünne Wolle ist dann dir überlassen. Die Maschenzahl bleibt komplett gleich. Wir machen 4 Luftmaschen. Die schließen wir zum kleinen Ring. In die 4 Luftmaschen machen wir 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, immer schön mitten reingestochen. 4, 5, 6, 7, 8. Schließen die Reihe mit einer Öse- oder Kettmasche. Dann zuziehen,
mit dem Anfangsfaden, dann nehmen wir weiß oder irgendeine andere Farbe, die wie du möchtest. Setzen an. Machen zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Ziehen nochmal fest. Und dann machen wir in jede Masche zwei feste Maschen. Eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Prinzip ist verstanden. Wir verdoppeln immer die Maschen. Und so häkel ich dann meine Augen. Gibt auch ovale Augen. Dann muss man zwischenzeitlich mal noch Stäbchen einsetzen, unten und oben sozusagen. Und nicht nur feste Maschen. So. Und da ist ein Auge. Fertig gehäkelt. Mit einer dicken Wolle wird so groß. Und dann kann man nochmal die Hälfte Franselwolle einfach auch jeweils zwei feste Maschen in fünf Maschen reinmachen. Kann man auch rundherum machen, wie man das möchte. Oder so einfach. Oder man kann auch nochmal so einen Lichtpunkt mit einsticken. Und dann ist ein Auge fertig. So, auch eine Nase brauchen wir. Dünne Wolle, kleine Nase, dicke Wolle, große Nase, kleine Nase, große Nase. So. Einfach vier Luftmaschen, 1, 2, 3, 4. Die schließen wir zum Ring. Dann machen wir da 8 fest hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir schließen das Ganze mit einer Öse oder einer Kettmasche in die erste. So, dann machen wir zwei Luftmaschen. 1, 2. Dann müssen wir ein bisschen zunehmen. In die erste Masche 2 feste Maschen. In die dritte eine. In die nächste 2. 1, 2. Dann wieder eine, zwei, eine, zwei. Und dann schließen wir das Ganze. So. Und dann wölbt sich das so. Und jetzt machen wir nochmal zwei Luftmaschen. Und dann häkeln wir drei feste Maschen. 4 und 5 zusammen. 3 feste. 1, 2, 3. 4 und 5 zusammen. Eine mit einer Kettmasche zusammen. Und das ist eine Variante von so einer kleinen spitzen Nase. Faden großzügig abschneiden, die Nase ein bisschen föhnen und an den Rändern rundherum annähen. Das ist alles. Hier und da. Und für was man die sonst noch verwenden kann. So, wir müssen noch die Flügel häkeln. Die gehen ganz einfach. Meine Idee, Entwurf und die Fertigung. Und wieder kleine Wolle, dünne Wolle, kleine Flügel, dicke Wolle, große Flügel. So. Wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Zu einem kleinen Ring schließen mit einer Kettmasche oder Öse. Dann kommen in diesen kleinen Ring immer die Mitte einstechen, 4 Stäbchen.
Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und jetzt müssen wir viermal ein Pärchen Stäbchen machen. Zwei in jede Masche. Ein Pärchen, zweites Pärchen, drittes Pärchen und viertes Pärchen. Na. Vorführeffekt. Eins, zwei, letzte Reihe. So, jetzt machen wir immer drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und eine feste. Drei Luftmaschen, eins, zwei, drei. Und eine feste. Drei Luftmaschen, eins, zwei, drei. Und eine feste. Und so machen wir das, diese Reihe entlang. Wenn es ein bisschen zu locker wird, dann kann man ruhig mal eine Masche freilassen. Und dann hat man auch den Flügel fertig. Den Faden großzügig abschneiden, wenn ich die Schere finde. Dann kann man die nämlich den Faden gleich zum Annähen nehmen. Durchziehen. Dann nehme ich immer ganz gerne den Faden und nähe ihn bis hier unten hin. Ja, vernähen, dass ich hier rauskomme am Anfang. Und dann wirklich nur hier fixieren an der Spitze und nochmal hier und da annähen. Und dann hat man die Flügel dran. Normale Wolle für die normalen Bienen oder was man sonst so macht. Und 100% Baumwolle fürs Kirschkernsäckchen. So, und dann sind meine Ideen umgesetzt. Sie sind fertig. Ich hoffe wirklich von Herzen, es hat gefallen. Du kannst es gut umsetzen, hattest viel Spaß. Noch viel, viel mehr Passendes dazu findest du am einfachsten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Da ist eine kleine Leiste, steht Playlist, anklicken und da habe ich alles geordnet. Wie die Häkelideen, basteln für und mit Kindern, Upcycling basteln, Chevy Chic Sachen, Möbel aufmotzen, Blumenwerkspat, Edelrost, Stricken, Nähen, Mittelaltersachen, Schmuck, Gutes für Körper und Seele, Marmeladengelees, Rezepte, eine ganz große, herzhafte Torte zum Beispiel. Und. Einfach mal inspirieren lassen für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen von mir, für dich, für euch. Und jetzt sage ich Tschüss, bis wieder mal. Gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin. So, ich habe die Nase ein bisschen ausgefüllt. Den Anfangsfaden kann man reinstecken. Und jetzt nehmen wir die einfach rundherum an. So ein bisschen versetzt, ein bisschen weiter nach unten. Und dann wird die rundherum nur angenäht. Und wenn die Nase dann sitzt, dann kommen die Augen dazu. Und die werden auch rundherum angenäht. Und der Mund, das sind entweder nur drei Stiche mit einer Wolle oder ihr macht fünf, sechs Luftmaschen mit einer Wolle und häkelt die, näht die dann an. Das liegt bei euch. Ja, dünne Wolle, kleine Augen, kleine Nase, dicke Wolle, entsprechend größer. Und dann sage ich danke, schön, dass du da warst. Vielleicht hat es dir gefallen, dann kannst du es vielleicht mal teilen, weitererzählen.
dir vielleicht auch die Kanalmitgliedschaft überlegen. Die gibt es ab 2,99 Euro, 1,79 Euro oder so kommen dann bei mir an. Und da habe ich mir ganz besondere Dinge einfallen lassen für meine Mitglieder. Und wie gesagt, noch viel, viel mehr zu finden von mir. Über 2000 Videos, nicht erschrecken, ist so. Ich mache gerne kreative Sachen, viele verschiedene, und die findet man dann bei mir im Kanal. So, und jetzt sage ich tschüss, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Bis wieder mal.